Visionshallo auf dem Kanal sind, dann wir auf live mit mir, dem Digi-Helden. Und wir wollen mal gucken, was es hier ja noch so zu erfahren gibt. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag den schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Seltsam. Es kann schwierig sein, das kleinere Übel wählen zu müssen. Das weiß ich ganz gut. In dieser Hinsicht hat die Arbeit hier Vorteile. Hier könnte ich niemandem etwas tun, selbst wenn ich wollte. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelboot. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Es geht los, meine Damen und Herren. Ein sehr verehrtes Publikum, liebe Zuschauer. Wir werden jetzt die kleine Wegelboot aufsuchen. Scheiße, was hat er getan? Nein. Oh Gott. Ich will doch nicht das Gedächtnisrennen, habe ich doch schon gemacht. Ich verstehe das alles nicht. Wie bin ich überhaupt hier reingeraten? Stufe 16. Ich wollte doch eigentlich hier... Ach so, ja klar. Ich hatte ja das mit dem... mit dem Kabarett, das habe ich ja... Das ist wohl nicht, ist das... Nee. Noch einen anderen Eingang. Mit dem Kabarett, das hatte ich ja erledigt, dann ist ja Priscilla angegriffen worden. Jetzt stecke ich hier mitten in dieser Geschichte. In kurzer Zeit wusste ich auch nicht, bis zum nächsten Mal, Hexer. Wie ich dazu gekommen bin. So, wollen wir nochmal schnell gucken. Wo wir... Ach, das ist ja wieder ganz am Ende der Welt. Dann reisen wir mal zum Ochsenfurter Tor und nehmen dann die U-Bahn. Ah, hast du nämlich auch hier eine U-Bahn? Na, es ist nicht nur großen Städten, obwohl das ist ja eine große Stadt, großen Städten vorbehalten. Ne? Komm ich nicht durch? Was soll ich denn sehen? Keine Ahnung, was der Mann da wieder gesehen hat. Hilfe! Rette mich! Ich... Hat er rüber gesprochen? Hey! Wieso hat er eigentlich zwei Schwerter? Ich weiß es. Das sind ja auch meine. Also seine. Die von Geralt halt. So, mal gucken. Das ist hier links. Mir reicht's mit dem Blick. Ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht dem falschen Pfeil folge.
Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Aber jetzt müsste ich schon langsam da sein. Ich war bereit, diejenigen, die hier sündhaft waren, wird das Feuer wärmen. Diejenigen, die sündig waren, wird das Feuer wärmen. Schnelle Reisen. Ja, sind wir wieder bei diesem Anwesen. Das, ja, das sieht man mal öfter, ne? Ich habe noch einen Punkt zum Steigern. Ich weiß allerdings nicht so ganz, wo ich den investieren will. Ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden mit dem Üren. Wie heißt das so? Das ist irgendwie Achsen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich weiter ausbauen will. Was habe ich weiter ausgebaut? Was ist denn jetzt mit dem Schild? Wahrscheinlich doch auf das Schild gehen, das ist irgendwie deutlich besser. Bis jetzt ist es ja, das ist einfach das Beste gewesen. Und hier. Naja, ist natürlich so eine Art Nekromantentrick hier. Das Ziel wird vorübergehend zum Verbünden und wirkt 20% mehr Schaden. Mir das auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was willst du? Bis dann. Nichts bis dann, okay. Patricia Wegelboot. Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strolch könnte... Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Wegelboot. Ich hab den Namen nicht so richtig ausgesprochen. Das ist sie ja, die kleine Kratzbürste. Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer, schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ein ideales Feuer für Belletine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Und damit wurde sie zur Zielscheibe eines Fanatikers. Schön. Schön. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Tja. Er ist zur anderen Tür raus!
hinmuss. Ja. Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Was nur? Da ist er! Auf ihn! Was ist er nicht? Ist er doof? Wo ist er denn hin? Kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen? Ich hab doch... Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen, ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepusht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Sie will ihn nicht, sie will das nicht sehen und rennt dann trotzdem nochmal dahin. Naja. Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir's. Süße Netti bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Was gibt's sonst noch? Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel-Kati. Schnell. Ach ja. Bleiben Sie cool. Noch eine leere Formaldehydflasche. Natürlich irgendwie jetzt auch so ein bisschen, da haben die Menschen alles und man kommt auch gut voran und so und denkt so, Chancen stehen gut. Und dann hat er sie schon längst massakriert. Das ist natürlich, aber wie ist er denn da reingekommen? Wie ist er durch dieses Tor gekommen? Es muss doch irgendeine Wache ihn gesehen haben. Das sind auf jeden Fall Fragen, die ich mir stellen würde. Naja, die ich mir gerade stelle. Und ich würde dann auch mal ein paar Wachen fragen. Ich meine, hier stehen ja überall Wachen rum. Links ist der Busch einen Finger höher als rechts. Wem soll das denn auffallen? Von
verdammt, ich bin an dem Wegweiser vorbei, oder? Der ist doch schon auf dem Gelände, ne? Nee, doch nicht. So, dann wollen wir mal. Der ist genau vor meiner Nase. Da. So, das nächste Ziel wäre, glaube ich, hier der Platz der Hierarchen. Abscheulich genug, da immer wieder zurückzukehren zu müssen. Das ist natürlich auch ein bisschen schade. Was liegt an den Scheiterhaufen da hinten? Ist da eigentlich ein Buch rum? In Gruben ist alles etwas sauber. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt inzwischen schon so viele von diesen Zetteln aufgehoben. Vielleicht steht hier auch was Tolles da drin. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit vertreibt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln, können sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexer, auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen, und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt sittsam eure Leiber und hegt keine unsauren Gedanken, dann wird euch das ewige Feuer alle Monster und Sünder aufzeigen oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Ein besorgter Bürger. Ja, also ich denke mal, auch das ist genau dasselbe. Okay. Ist nochmal was anderes? Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer alles in seinem Weg verschlingt, von niemandem und nichts Halt macht. Das Feuer verbrennt alle Sünder, ob sie Bettler oder Prinzen sind, ob Menschen oder Anderlinge, ob schwach oder mächtig. Wer seine Gebote bricht, wer die Ratschläge der Kirche nicht befolgt, wer die falschen Götter verehrt, soll in seinen Flammen zu Asche vergehen. Lebt in der Wahrheit des ewigen Feuers, hört auf seine heiligen Männer, nennt sie, denn sie sind eure Hirten. Ein besorgter Bürger. Das ist, keine Ahnung, ich sehe schon irgendwelche Pegida-Anhänger um die Flammen tanzen. Naja. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? Also, wer es noch nicht so richtig gemerkt hat, ich bin ein starker Gegner des Pegida-Gedankens. Und ich sehe auch immer wieder irgendwelche Parallelen, sagen wir es mal so. Zu dem, was man halt hier in Deutschland manchmal so im Fernsehen sieht, Gott sei Dank. Persönlich erlebe ich sowas eher selten. Und zu dem, was ich hier halt andauernd sehe, in diesem fremdenfeindlichen Spiel. Süße Nettie, wo ist sie? Oben, aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Na, was das wohl für ein Kunde sein wird. Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. Das werden wir dann im nächsten Teil sehen, denn dieser Teil ist leider schon vorbei. Viel Spaß mit dem nächsten Video. Und dann, ja, noch viel Spaß. Bis. Und bis dann. Tschüss.